Stuhl sitzt Marie, Franz vis-à-vis, jüngst auf zwei Stadtparkbänken. Er schaut sie an, doch diesem Mann will Blicke sie nicht schenken. Er fragt ganz dreist, wie sie denn heißt, sie sagt's ihm voll Bedenken. Und er erwähnt, wie er sich nennt und was er schön jetzt noch fänd. Wie wär's mit einer kleinen feinen Überlandpartie? Sicher nicht, Herr Franz. Sonst warum, Fräulein Marie? Wir haben jetzt doch eine Covid-19-Pandemie. Haben's das gehört, Herr Franz? Klarer weiß, Fräulein Marie. Tief im Wald singt's doch ein. Sieht man nix von uns zwei, nicht einmal die Polizei. Wie wär's mit einer kleinen, feinen Überlandpartie? Sicher nicht, Herr Franz. Das ist schade, Freund Marie. Franz schweigt jetzt still, weil sie nicht will. Er fängt fest an zu denken. Ihm fällt nix ein, drum tut er sein Kopferl recht traurig senken. Ihr tut ihr leid, nach kurzer Zeit tut sie ihm ein Lächeln schenken. Und sie sagt: Hey, Trübsalade, hören Sie, hab jetzt eine Idee. Verschirm mir doch die kleine, feine Überlandpartie. Wär das nix, Herr Franz? Ich weiß nicht, Fräulein Marie. Wir warten auf das End der Covid-19-Pandemie. War dann, Herr Franz, Drama auf wie noch nie. Wenn sich alles entspannt, Zimmerasse aufs Land. Und was folgt, wird leicht pikant. Was sagen's zu meinem Plan für unsere Überlandpartie? Wär's nicht gescheit, Herr Franz? Ich bin's leibend, Freund Marie.